Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Malin von Stempel Hexi Maxi. Und wie ihr seht, dreht sich das alles heute um diese Dekorschablonen. Und die gibt es, ich finde nämlich immer, diese gehen ganz schön unter. Die gibt es im Hauptkatalog, im Jahreskatalog, hier auf der Seite 128. Da habt ihr diese Dekoschablonen. Und ich finde, die kommen gar nicht so zur Geltung. Und auch diese habe ich, also müssen die auch mal benutzt werden. Und dann habe ich mir gedacht, das machen wir eigentlich heute mal, dass man auch mal ohne Designerpapier arbeiten kann. Und ich finde, das ist eigentlich auch mal eine ganz gute Idee. Ich musste mich da auch erstmal rinfuchsen, wie ich das am besten mache. Aber ich muss sagen, mir gefällt das Ergebnis wirklich gut. Und jetzt habe ich mir die genommen auf der Seite 128. Einmal die Deko-Schablone, nicht alle, die habe ich mir zum Beispiel gar nicht genommen, die habe ich beiseite gelassen. Und dann habe ich mir noch die eine aus dem Mini-Katalog genommen. Die findet ihr auch auf der Seite 87. Und zwar habe ich die eine genommen. Das mit den Blumen, das habe ich jetzt weggelassen. Ich habe mir nur noch die eine dazu genommen und wollte es einfach mal ausprobieren. Und habe da einfach mal ein paar Farben gemixt und habe mir auch so ein bisschen den Color Coach genommen. Und einfach mal geguckt, welche Farben kann man dann da so ein bisschen zusammen tun und machen, und ja, habe ich einfach ein paar Farben gemixt als Idee, weil ich nicht so richtig wusste, welche ich nehmen sollte. So, und als erstes, ich sage mal, wir fangen jetzt erstmal an. Ihr macht euch da ein paar Grundmattungen sozusagen. Die habe ich alle zugeschnitten auf 10x14, sodass man die dann auf der Grundkarte legen kann. Das war das, was wir noch brauchen. Dann brauchen wir noch dazu einen Stemporatus, den habe ich mir als Hilfe genommen, ja, als Unterlage sozusagen, wo man das auch mit den Magneten schön festmachen kann. Und dann braucht er noch ein paar Stempelkissen. Dann habe ich mir die Blends genommen. Ich habe mir aber auch, weil ich nicht so viele davon habe, habe ich mir auch noch die Schwämmchen genommen. Und die habe ich dann mit der Klammer festgeklammert. Damit kann man auch wunderbar arbeiten. Diese Game-Schwämmchen hatten wir mal im Jahreskatalog. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch haben. Müsste ich glatt mal gucken, aber ich glaube, wir haben sie nicht mehr. Ich glaube, wir haben sie nicht mehr drin. Wir haben nur noch die Blends hier. Genau, die 7. Blending-Pinsel, genau. Die haben wir hier, glaube ich, nur noch. Diese Schwämmchen hatten wir mal, aber ihr könnt auch jeden Haushaltsschwamm nehmen. Die gelbe Seite, und dann klappt es wunderbar. So, und als erstes nehmen wir uns eine Schablone, ist egal jetzt welche. Ich packe die mal jetzt hier alle beiseite, damit wir Platz haben. Sonst kommen wir ja hier durcheinander. Das Gute ist auch daran, man kann die hinterher einfach mit Wasser abwischen. Und dann sind die wieder sauber, dann kann man sie wieder benutzen. Aber ich dachte mir mal, ich benutze die heute einfach mal. Weil die liegen bei mir auch nur hier rum und nichts wird benutzt. Geht gar nicht. Also habe ich gesagt, gib's die heute mal. Und ich arbeite einfach mal nicht mit Designerpapier. Was ich ja überwiegend eigentlich auch mache. So, dann legt man sich die hier hin, wie man das haben möchte. Dann fixiert man sie mit den Magneten oder ihr klebt sie fest. Entschuldigung. Muss ich gleich beniesen, dass ich das mal so mache. Ja, so. Dann mache ich mir die hier so ein bisschen fest. Trotzdem muss man sie mit der Hand ein bisschen festhalten, sonst verrutscht die. So, das haben wir als erstes. Entschuldigung. Genau, und jetzt nehme ich mir als erstes, und zwar Mangogelb. Dann nehme ich mir Bermuda Blau. Bermuda Blau. Und ich habe mir genommen Orchideen Lila. Genau. Die drei Farben habe ich genommen. Und damit habe ich einfach angefangen zu wischen und zu machen und zu tun. Und dann schauen wir mal, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Ich war jedes Mal gespannt, ja. Also Wahnsinn, wie man so die Farben so mischen kann und was dabei rauskommt. So, also Mango Gelb, Blending Pinsel, bisschen reingehen, Farbe aufnehmen und am besten von der Seite reingehen, damit man hier nicht so eine dicken Tupfer hat, am besten von der Seite einreiben, sozusagen. So, einfach Reibe machen. Ist ja eigentlich nicht schwer, ne? Aber ich finde es immer wieder faszinierend. Ja, seht ihr, weil der Magnet jetzt da nicht ist. Ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, was dabei so rauskommt.
Wie viel Farbe ihr darauf macht, das überlasse ich euch. Jedem ist das selbst überlassen. Ob auch die Farben mag, ist auch eine andere Sache. Ist ja hier nur erstmal Inspiration, damit man damit überhaupt mal anfängt. Einfach sich trauen, einfach machen. Kann man nichts verkehrt machen. So, jetzt haben wir schon mal Mango Gelb. Ich habe auch einfach nur drauf losgelegt. Einfach Farbe genommen und probiert. Und dann schauen, was bei rauskommt. Jetzt habe ich mir so ein Schwämmchen hier genommen. Also, ja, weil die anderen Farben gehen noch auf diese Blending-Pinsel. So, jetzt nehme ich mir hier Bermuda-Blau und reibe das auch einfach rein. Und das darf man auch mit über die andere Farbe nehmen, über Mango-Gelb gehen. Kein Thema, einfach mal mischen und einfach drauf lospinseln hier. Es macht irgendwie völlig Spaß. Und dann sieht man mal, was das für ein Ergebnis ist. Es ist Wahnsinn, gerade wenn sich auch die Farben so mischen. Herrlich. Es macht richtig Spaß. Ja, das ist eigentlich so heute mein kleines Video. So ein Andenkstoß mal. Einfach mal probieren, einfach machen. Ja. Einfach drauf loslegen. Wie man einfach Hintergrundgestaltung machen kann, ohne Großpapier. Ich gehe jetzt auch ein bisschen übers Bermuda-Blau rüber, damit sich das so ein bisschen verwischt. Wie stark ihr das auftragt, das ist euch überlassen. Ihr könnt es kräftiger, ihr könnt es leichter machen. Also je nachdem. So, dann haben wir die erste Karte fertig. Tada! So sieht das Ergebnis dann aus. Ich packe die mal beiseite. Da hätten wir den ersten Hintergrund schon fertig und damit können wir wunderbar eine Karte gestalten. Ich habe auch noch Beispiele für nachher. Die zeige ich euch dann, wenn wir jetzt alle Hintergründe mal gemacht haben, damit ihr mal seht, welche, also ich habe diese Farbkombis genommen, jeder nimmt ja eine andere. So, jetzt machen wir die mit den Karos. Wo ist denn das? Das ist die hier, genau. Ja, jeder hat eine andere Farbkombi, aber ist auch Geschmackssache, welche Farben man so mag und nicht mag und wie auch immer. Aber es ist ja auch nur zur Inspiration. Aber diese Dekorschablonen finde ich persönlich echt gut, weil da hat man auch mal einen schönen anderen Hintergrund als mal nur Designerpapier. Ist mal was anderes. Macht auch Spaß damit zu arbeiten. So, jetzt nehmen wir mal andere Farben. Und zwar kommt jetzt, genau. Wir brauchen jetzt die Farben. Moment. Das sind diese Farben jetzt. Ich packe die mal beiseite. Wir haben jetzt Karibikblau, genau. Blütenrosa, Baby. Blütenrosa, Osterglocke. Also Osterglocke, Blütenrosa und Karibikblau. Die drei mischen wir jetzt mal miteinander. Ich nehme das jetzt hier mal weg. Die Farben, sonst komme ich hier durcheinander. Die Pinsel nehme ich jetzt nicht, weil die jetzt schon benutzt sind, die drei. Jetzt muss ich mir andere nehmen. Ich nehme mir den jetzt. Nee, passt noch nicht. Ach doch, der passt, glaube ich, ja. Und für Blau hatte ich noch keinen, dann nehme ich den hier noch. Also die drei. So, wir fangen an mit Osterglocke. Osterglocke. Ja, einfach mischen. Ich hatte gedacht, ey, einfach mal drauf los. Das macht so einen Spaß. Ich benutze die viel zu, also so gut wie gar nicht eigentlich. Ja, und ich dachte mir, Mensch, jetzt hast du die mal wieder gesehen. Ich habe mir am Wochenende ein bisschen aufgeräumt, mein Zimmer. Und da habe ich die entdeckt und dachte so, oh, damit musst du auch mal was tun. Hast du ja noch ja nicht. Also dachte ich mir, machst du gleich mal ein Video draus. Immer mal was Neues, ne? Soll die langweilig werden hier. So, jetzt nehmen wir Blütenrosa. Und wischen das über das Gelbe mit drüber. Man kann bei der Sache hier nichts verkehrt machen. Wirklich nicht. Einfach drauf los. Das ist ja das Faszinierende. Und ihr werdet sehen, wenn ihr mehrere mit dem gleichen Muster macht, die werden, sehen immer anders aus. Sehen immer anders aus. Wird nie dasselbe sein. So, jetzt haben wir das hier mit dem Karibikblau. Benutze ich auch viel zu selten die Farbe. Seht ihr, da habe ich wieder aufgetutscht. Da so Dusch. Reinreiben ist besser.
So, von der Seite. Zack, zack, seht ihr, dann ist das nicht so schlimm. Ein bisschen ins Blütenrosa mit rein. Man darf es ruhig alles schön vermischen, dann ist der Verlauf auch wunderbar. Dann haben wir hier unten noch ein bisschen was. Einfach mischen. Und schon haben wir den Hintergrund fertig. Na, wir schauen mal, wie das aussieht. Ja! Jedes Mal faszinierend, oder? Ich finde das cool. Einfach nur cool. Und hier ein bisschen rübergegangen. Hier oben auch ein bisschen mit dem Blütenrosa in die Osterglocke mit rein. Herrlich. Und das Schöne ist ja, ihr müsst es ja nicht so nehmen. Ihr könnt es ja auch quer nehmen. Als Karte dann nachher, ne, und verzieren. Ihr seid ja in keiner Richtung dort gebunden. Das war Nummer 2. Jetzt kommt Nummer 3. Dann nehmen wir uns den hier. Genau. Ja, ja, so ist das hier. Es macht aber immer wieder Spaß. So hinlegen, drüberlegen, fixieren. So. Und jetzt haben wir die Farben Flamingo Rosa, Flamingo Rot, oh Gott, Flamingo Rot, Jade und, Moment, eine Farbe haben wir jetzt doppelt und zwar Orchideenlila. Die drei Farben nehmen wir jetzt. Genau. Also wir fangen an mit Flamingo Rot, dann kommt Jade und dann kommt Orchideenlila. Und dann haben wir schon unseren dritten fertig. Nächsten Pinsel hier nehmen. Ich habe alles benutzt, was ich jetzt hier hatte. Und ihr seht, wie schnell man so einen Hintergrund fertig hat. Schaut mal. Ja, das ist schon die dritte Karte, den man fertig hat. Ich finde es genial. Jetzt kommt der vierte und der letzte. So. Ja, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert. Probiert es aus zu Hause. Wirklich, probiert es aus mit den Farben, die ihr habt. Mit den Dekorschablonen, die ihr habt. Ansonsten holt euch die gerne bei Stampin' Up hier, also bestellt die, könnt ihr die gerne bei mir über den Online-Shop oder mich anschreiben. Dann bestelle ich euch die auch gerne, kein Problem, wie ihr möchtet. So, wir fangen an mit Jade und Fräsienlila jetzt, nur mit zwei Farben. Das ist dann die letzte. So, und Fräsienlila, so cool. Das ist so meine Lieblings... Ihr seht, wie ich aussehe, toll. Das ist so meine Lieblingskombi. Jade und Fräsienlila. Die Farben liebe ich total. Also jetzt nochmal Jade. Tada! Tada! So sieht's dann aus. So, ihr Lieben, und was ihr da aus diesen Karten machen könnt, da zeige ich euch jetzt auch noch. Da habe ich auch schon einige dekoriert, damit ihr noch sehen könnt, was ihr daraus machen könnt oder was ihr verwenden könnt, wie auch immer. Ich mache hier nur mal kurz ein bisschen Platz. So. Also, zu diesem Hintergrund könntet ihr zum Beispiel das so machen. Da habe ich
Da habe ich aus den Sprechblasen die Stanzform mir ausgestanzt. Hier die Stanzform ausgestanzt. Bei den einigen habe dann Rahmen, bei manchen nicht. Und da habe ich den Rahmen hier aufgeklebt und dann das Innenleben und habe das noch bestempelt mit einer kleinen Blume, die ich auch hier drin habe im Stempelset, eine kleine Blume, einfach in der Jade mit gestempelt. Hier habe ich dann praktisch aus dem neuen Set, was es ja ab 1. März gibt, aus Florale Freundschaft, da habe ich mir das Wort Hallo genommen und einfach hier aufgestempelt in Anthrazitgrau. Und die Herzchen, da habt ihr auch hier einen Stempel bei den Sprechblasen. Und das habe ich dann einfach in Fräsienlila gestempelt. Das war auch das erste Set, also Sprechblasen. Wer es haben möchte, kann sich das gerne bestellen. Und so sieht dann die Karte daraus aus. Und ich fand, das ist eigentlich eine kleine süße Idee. Man braucht ja nicht viel, da der Hintergrund ja nun schon bestempelt ist. Entschuldigung, dass ich jetzt so dreckige Finger habe. Ja. So, das war Beispiel Nummer 1 für die zweite Karte, also für die dritte Firma, die wir bestempelt haben. Da habe ich Fresh Cut Flowers genommen. Das ist aus dem Jahreskatalog. Ja, das ist aus dem Jahreskatalog. Und zwar Fresh and Flowers. Moment, ich suche euch das mal schnell raus. Fresh and Flowers, Seite 65, sage ich doch. Seite 65, genau hier, das ist das Fresh and Flowers. Das ist das Stempelset, habe ich auch noch gar nicht benutzt, dachte ich mir, nutze ich gleich die Chance und mache daraus eine Karte. So, dann habe ich die gleich noch in Flamingo-Rot ein bisschen koloriert und dann ein bisschen Mangogelb rein. Und dieser Spruch, der ist auch wieder aus dem neueren Florale Freundschaft, tausend Dank, habe ich den auch schon mal benutzt und habe den ausgestanzt mit der Briefmarke. Ja, und mehr braucht eine Karte nicht. Ein paar Glitzersteinchen drauf, finde ich persönlich. Und dann hat es doch was, bin ich der Meinung. So, das war Karte Nummer 2. Karte Nummer 3, da haben wir den Hintergrund, genau. Und da habe ich, schaut mal, einfach nur die Torte ausgestanzt aus Best Day. Da habe ich hier diese Torte geplottert, habe ich nicht mit der Schere ausgeschnitten. Ich bin da ein bisschen faul, habe ich das geplottert und dann habe ich nur ein bisschen Farbe dran, hier unten auch in Orchideenlila, hier ein bisschen Mangogelb, hier oben habe ich ein bisschen in Kirschblüte und das reicht. Bin ich der Meinung, manchmal ist Wien ja mehr. Ja, und ich finde diese Karten sind richtig schön und die vierte, das ist ja die hier mit dem Hintergrund. Und da habe ich hier einfach nur einen Spruch drauf, Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Und das ist aus dem Stempelset Tolle Worte. Glückwunsch und hier habt ihr herzlichen auf ein Stück Grundweiß gestempelt in Anthrazitgrau, ein paar Steine drauf, fertig. Und so habt ihr dann schon ganz schnell 4 schöne Karten fertig. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie es euch gefällt oder wie euch das so mit dem Dekorschablon gefällt, mit dem Hintergrund. Ja, und so habt ihr dann einfach mal eure eigenen Karten fertig, eure Kreation. Ihr könnt da einfach mal alle Stempelsets benutzen, die ihr habt. Probiert euch aus. Also Kreativität hat ja keine Grenzen, ne? Ja, also ich war begeistert, ich finde sie wunderschön, die Karten, und ja, ich bin total begeistert. Ich glaube, ich werde demnächst mal wieder ein bisschen öfters mit den Dekorschablonen arbeiten. Also ich finde es echt eine klasse Idee. Ja, schreibt mir doch mal, was ihr davon so haltet. Das wäre schön. Ich würde mich mal freuen über eure Meinung. Ja, das war mein kleines kreatives Video am Dienstag.
Wir sehen uns am Freitag wieder mit einem neuen Video. Da werde ich wahrscheinlich euch mal das florale Freundschaft hier präsentieren, das Set, was es ab dem 1. März dann gibt. Wir werden auch ein bisschen basteln damit. Ein bisschen Kreativität ist immer dabei. Aber ich stelle euch auch mal das Produkt vor und dann schauen wir mal, was wir da für Karten präsentieren. So, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Viel Spaß beim Nachbasteln. Probiert euch aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!